Ja, damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme. Wie ihr seht, wir waren bei der Uhrzeit schon mal. Leider ist direkt beim Ende der letzten Aufnahme irgendwie OBS hängen geblieben und hat dann den ganzen PC gecrashed. Und dieses Spiel speichert leider immer nur. Hey, hier sind Tiere. Nein, lass nur auch kommen, lass das Känguru leben. Naja. Leider speichert das Spiel immer nur das Spiel, wenn man schläft. Das heißt, unser letzter Speicherstand ist beim Schlafen gewesen. Ich hätte immer zwei Knochen hier, einen Dingo. Kann man die eigentlich mit den Knochen irgendwie anfüttern? Ja, das heißt einerseits hier, das Haus ist noch nicht fertig. Wollte ich mal fertig bauen. Genau. So, das läuft. Na, das ganze Gras ist auch wieder da natürlich. Nein. Mal oh. Dann hauen wir noch mal kurz einen Teil zumindest hier schnell weg. Nicht alles wie beim letzten Mal, das machen wir dann demnächst mal so zwischendurch so ein bisschen nebenbei. So das Gröbste, was hier so direkt vor der Bude rumsteht. Hoffe auch, es läuft jetzt wieder alles. Naja, aber im Spiel lag es glaube ich nicht, weil das Spiel lief eigentlich noch weiter, als ich Aufnahme drücken wollte. Dann hat nur OBS sich verabschiedet. Und dann hat sich der ganze PC verabschiedet irgendwie. Boah, ich hoffe, die letzte Aufnahme ist nicht beschädigt. Oh nein. Hab mal ganz kurz raus und guck mal nur nach, ob die Datei existiert, ob die. Scheinen zu existieren, das ist gut. Ich gehe mal ganz kurz rein. Weiter, genau, ja. Perfekt, okay, existiert. Oh. Puh, Glück gehabt. Das hätte mich natürlich schon sehr, sehr, sehr geärgert, jetzt, wenn da jetzt die Aufnahme weg wäre. Okay, genug mit dem Gras erstmal. Wir gehen ganz schnell wieder verkaufen, wie gerade eben auch. Snacken uns aber ganz kurz den Schmetterling hier auch mit. Ich habe so das Gefühl, nach einem Game-Neustart sind irgendwie ist die Tierwelt wieder da. Weil der Alligator ist wieder da. Da hinten war ja ein Känguru und genau der hier ist auch da. Also auch, ah, da sind einige Tiere. Ach nö, die jagen schon die Kängurus. Nehmen wir das mit, was es vielleicht fallen lässt, das Tier. Zumindest das genutzt, was auf dem Boden liegt. Das Fass haben wir doch auch schon weggehauen, oder? Könnte ich meinen. Wenn Sachen respawnen, dann bin ich definitiv ein Fan davon. Ist praktisch, weil das gibt uns nur Ressourcen, die wir brauchen. Solange zumindest nicht jedes Mal Gras und sowas alles respawnen würde und uns die ganze Bude wieder voll wächst und. Na, kriegen wir dich. Bin ich zufrieden damit. So, dann schnell verkaufen bei John und eine Axt. Ja, können wir noch nicht kaufen, erst verkaufen. Die Sachen will ich jetzt tatsächlich auch mal aufheben, weil ich weiß nicht, was wir davon brauchen. So, die Axt kaufen und dann auch seinen Job wieder annehmen. Und dann müssen wir ungefähr wieder da sein, wo wir vorher auch waren. Hoffentlich hat er denselben Job, weil dann können wir das schnell machen. Nee, actually I have a yellow B-Shirt, I don't want it anymore. Kein Shirt kaufen, nee. Job? Ah, guter Job für mich. Okay, ein Job wäre gewesen, uns ein doofes T-Shirt anzudrehen. So Sachen machen wir dann später erst irgendwann. Die brauchen wir jetzt noch nicht. Ich will erst mal ein Haus bauen und dann können wir uns darum kümmern. Und in dem Sinne fangen wir erstmal ein paar Käfer wieder ein. Zu viele Schmetterlinge hier.
Ah, der King Butterfly hatten wir auch noch nicht. Und ich sage auch bewusst immer Käfer dazu und eben halt nicht die anderen Arten, die es sind, weil im Game heißt es halt auch nur Bugs. Deswegen sage ich immer nur Käfer dazu. Hast du vielleicht einen Job für mich? Ja, kann auch einen Job sorgen. Hey, would it be too much trouble for you to catch fly? Can catch fly in the plains this time of the year? No problems. Na klar, das machen wir doch. Was können wir hier machen? Nee, ich glaube, die Crate müssen wir schon gemacht haben. Ja, mit Speer können wir uns noch machen. Und wenn nicht, haben wir das verwendet? Ich weiß es gerade nicht, wann wir das verwendet haben. Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich für die. Nee, nicht für die Box. Kann man ein neues Bulletin Board hier craften? Okay. Können wir auch mal reinschauen, ob es da irgendwie vielleicht Aufgaben gibt. Alpha Croco, okay. Alpha Croco has been spotted at this location. This is a very dangerous alpha animal and should only be taken on by experienced hunter. Das ist nicht das normale Krokodil, was glaube ich vor uns ist. Ich glaube, das Alpha Croco ist ein noch größeres, noch härteres. Es gäbe halt 27.000. Wir haben 4 Tage dafür Zeit. Wir können uns das ja annehmen und dann warten wir halt ein bisschen. Können wir unseren Speer machen? Ah, das haben wir, glaube ich, noch gemacht. Wir hatten hier das. Ah, genau. Sorry, war schon Luft aufstoßen. Wir haben das hier reingeworfen. Da habe ich die Folge beendet, genau. Okay. Ich wollte nämlich ein neues Erz sammeln gehen. Direkt da, da hinten ist ein bisschen was am Strand. Wollte ich das neue Erz sammeln gehen? Warte, fliegen, ich brauche fliegen. Jawohl, wir haben eine Fly, sehr gut. Also Käfer sammeln oder alles, was dazugehört, das bringt definitiv noch am meisten Geld aktuell. Und geht auch am schnellsten für uns. Ist Alpha Croco eigentlich markiert auf der Karte eventuell? Ah, da oben, okay. Ja, nee, das ist definitiv ein Bossmonster. Sammeln wir auch einfach mit. Alles, was Geld bringt. Ja, wie viel Platz haben wir noch fürs Erz? Das ist gut. Ein anderer Stein, oder? Da gibt auch noch Storm. Fliege. Nein. Jetzt haben wir unser Inventar. Nee, ist nicht voll. Ach, da kann man noch mitnehmen, okay. Hey, ein neues Achievement für Laufen. Stimmt, wir hätten neue Lizenzen kaufen können. Das können wir gleich auch noch machen. Ich pack noch ganz kurz die 2 Erzblöcke da ab. So, schon wieder Energie. Sammeln wir auch gleich mit ein, weil die werden wir auch brauchen. Können wir gleich wieder kochen nachher. Auch noch mit. Wir werden es definitiv brauchen können. Ich weiß noch nicht mehr genau für was irgendwie, aber irgendwas zum Bauen, glaube ich, war es bestimmt. Und spätestens fürs eigene Haus. Da werden wir es dann definitiv brauchen, denke ich mal.
Ah, genau, jetzt weiß ich. Ich habe gerade unten in die Daily Task Aufgabe geschaut. Ich wollte ja meine Kamera eigentlich noch verschieben. Das können wir tatsächlich mal ganz kurz jetzt machen. Aber jetzt gerade mitten in Hallo? Maus, geh raus aus dem Spiel. Ich muss raustappen, okay. Auch wenn ich zwar gerade in der Aufnahme bin, lass trotzdem ganz kurz. Erstes müssen wir nicht horizontal flippen. Dann halt, nein, das nicht verschieben. Oh, falsches Fenster. Mal entsperren. Reinsetzen in die Ecke. So müsste passen. So, weil dann seht ihr nämlich auch einmal unten die Daily-Aufgaben. Bewegung Walking About. Hatten wir auch schon einmal, gibt 200 Punkte. Sehr cool. Genau, weil hier rechts verdecke ich nichts, außer dieses eine Kamera-Tooltip-Fenster. Müssen wir, da müssen wir, okay. Ja, Nasio. Das war schon nur, in welcher Ansicht wir sind. Ob wir jetzt in der Perspektive laufen. Was ich auch ganz cool ist, aber sieht man nicht so viel. Oder in der hier. Einmal ganz kurz zu ihm zurück. Wieder Zeug verkaufen. Ich frage mich, ob man die noch irgendwie verwerten kann, weil alle gelben Sachen bisher waren, glaube ich, noch verwertbar. Oder irgendwo noch nutzbar. Deswegen weiß ich nicht, ob man die noch irgendwo noch nutzen kann. Aber ich glaube, wenn, auf jeden Fall noch nicht jetzt. Nicht so viel Kohle, leider. Nee, bevor wir zu ihr laufen mit den Lizenzen, holen wir uns ganz kurz. Der sitzt ja auch süß da. Ja, wir hatten hier hingeschissen wieder bei uns. Na toll. An diesen Grashalm. Okay, ich dachte, es wäre wieder Kacke. Hoppala. Ganz kurz wieder genau hier das nächste anschmeißen. Dann gehen wir zu ihr und holen uns mal ein paar Lizenzen. Oder halt nur eine. Ah, nee, wir haben 2000, sehr schön. Das heißt, wir könnten uns holen. Ah, Trapping License haben wir auch freigeschalten, okay. Cargo License, ah, oh, der Toolbelt gibt auch nochmal. Oh, ich will alles haben. Nee, Windmühlen brauchen wir noch lange nicht, das ist im Vehikel auch nicht. Parfing Options wäre vielleicht ganz cool. Andererseits, wir brauchen erstmal Platz in unseren Taschen. Okay, die nächste kostet dann 2000. Und ich nehme Metal Detecting, weil das könnte uns sehr viel Geld bringen. Wie pflanze ich denn Samen ein? Bei Excavation haben wir ja schon gemacht. Und wir können auch so kein Tool craften, mit dem wir irgendwas einpflanzen können. Cooking Table finde ich, genau, aber auch mit Tin Sheet füllen. Ah, das hatten wir noch hier drin. Ah, okay. Gehen wir jetzt craften. In der Bude eventuell Sachen kochen damit. Was wahrscheinlich besser ist wie das Lagerfeuer, weil dann. Jetzt, ah, ich werde erstmal ganz kurz wieder natürlich einsammeln, reinschmeißen und weitermachen. Schreiben wir natürlich mal hier hin. Okay, hier kann man richtig, okay, hier kann man richtig kochen. So richtig Buffs noch mit dazu. Ach, wie cool. Okay. Okay, Meat und Mangrovenstick. Meat, Corn, Mangrovenstick.
Ey, das Game hat viel vor. Aber das finde ich cool. Das finde ich echt mega. Ich weiß, ein paar der Sachen liegen auch drüben bei der anderen im Sammelding. Ist erstmal wurscht, wo wir die Sachen hin platzieren. Was machen wir jetzt? Natürlich jetzt nächster Tag wird, damit der Shop eben endlich erweitert ist. Bis dahin können wir noch ganz kurz ein bisschen Gras einfach hier weghauen. Das muss ja sowieso weg. Hier den Büsch gucken, den Büsch. Den Busch können wir nicht weghauen. Der möchte wohl noch stehen bleiben. Nee, soweit erstmal. Ah, Fliege. Stimmt, wir haben die Fliege verkauft gerade eben vorher. Oh, die müssen wir ihr abgeben. Da ist noch eine, war ich jetzt wieder voll vergessen gehabt. Let's do that und dann here you go. You've got fly? Sure. Ah ne, wir hatten noch eine mehr, okay, sehr gut. Wow, you really found fly. Not the best one. I really owe you one. Here, take this. It's not much, but I hope you like it. Thanks again. Ninja Boots. Cool. Haben wir endlich mal Schuhe. Ah, wir sind barfuß einfach rumgelaufen, okay. Wir können es noch einen Speer machen. Würde ich auch gerne mal machen. Oh, klar, es ist 4 Uhr geworden. Sie verlässt sofort das Zelt. Ist nichts mehr. Das Ruhe hat einzukehren. Ja, eins können wir noch reinwerfen und dann. Achso, nee, wir können ja warten. Halt, nein, hier muss ich hin. Okay, wir können definitiv nichts kochen an unserem Cooking Table, das wird nichts, aber das ist in Ordnung. Crafting crazy. Crafting useful things yourself as a handy skill in a place starting off with nothing. Here's a milestone for crafting items. Making bars. Smelting. Oh, you've been smelting alright. Here's a milestone for smelting orange bars. War das nicht auch schon? Ah, es könnte sein, dass ich ein paar Sachen doppelt vorlesen werde, weil ich wieder vergessen habe, dass ich das schon mal gelesen habe. Müll schön der Ofen. Warte ganz kurz, bis das da ist, obwohl ich könnte ganz gut in der Zwischenzeit mal. Okay, ein paar Bäume weg. Da ist mehr wie einer sowieso nicht drin. Und dann gehen wir mal ganz kurz pennen. Legen hier, ich könnte noch ein bisschen was. Ich überlege gerade, das von der Folgenlänge her so zu timen, dass ich einfach immer praktisch einen Tag eine Folge mache. Und hier andererseits. Ich halt nur wegen dem Schlafen wieder Schiss, dass wieder irgendwie während der Aufnahmepause praktisch wieder abbricht. Was Risiko gehen wir jetzt einfach rein. Okay, sleep until tomorrow, dann ist nämlich endlich der Händler fertig. Da freue ich mich drauf. Ja, stimmt, wenn der auch eigentlich sein Haus hat. Ah, Construction beginnt natürlich erst.
Dann ist der Spot mich da hinten auch wieder frei und dann können auch neue Leute hier ankommen. Genau, das ist cool. Wie lange das dauern würde, eventuell. Leider nicht. Dann machen wir uns kurz erstmal was zu futtern. Ach, sogar eine Aufgabe, perfekt. Jetzt haben wir dann eine Aufgabe. Find some buried treasure, catch 3 bucks. Ja, stimmt, wir müssen ja noch Metal Detecting. Was können wir damit machen? Wir haben es jetzt freigeschalten, aber wir können noch nichts damit anfangen. Greifen wir nicht mit. Ich glaube, das Mikrofon würde sowieso den meisten Teil davon rauscutten. Außer ich mache es sehr laut und dann könnte es auf den Ohren, glaube ich, nicht so angenehm sein. Musik trotzdem wieder mal eins lauter machen. Ich glaube, in der Aufnahme ist es gar nicht mal so gut hörbar, oder nicht so laut zumindest. Ich bin eh generell ein Fan von Game-Soundtracks, vor allem wenn sie gut sind. Bisschen machen wir noch ganz kurz, damit wir das. Ach du, morgens knallt hier die Sonne runter, ey. Genug zu futtern haben immer. Und auch wieder ein Inventarplatz mehr frei. So, 3 Stück noch, dann haben wir es. Und ich hoffe, beim Aufnahmewechseln praktisch, also Pause und Neustarten, stürzt mir OBS nicht wieder ab. Weil dann müssen wir die alle nochmal neu kochen. Wenn es genau der gleiche Crash wie beim letzten Mal. So, das letzte Ding ist am Ofen. Im Ofen. Wir hätten Tin nochmal einschmelzen können. Weil das erfordert nämlich 6 pro Schmelzvorgang, aber das können wir kurz machen. Können wir dann hier rumliegen. So, und wir können gucken, ob wir Jobs bekommen. Metal Detecting machen können. Ich entsch mein eigenes Haus irgendwie. Ah ne, nicht die Lizenz. Ich will, jawohl, können wir auch gleich mal, wenn wir schon hier sind. Ja, mehr Platz im Toolbelt. Ich nehme mal Landscaping, mal gucken. Was haben wir? 250. Brickpath. Stone Steps. Ah, Stufen, ja, das ist gut. Zementpath, Zementstufen, Palmwoodpath, Palmwoodstufen, Gumwoodpath. Hardwood Path. Okay, sehr cool. Wir könnten das jetzt. Ah, Fencing Options. Klingt ja schon sehr gut. Andererseits, ich würde mir erstmal. Wir haben mit Fencing noch nichts am Hut eigentlich. Andererseits, ich würde schon gerne beginnen, Felder zu bauen, aber ich weiß noch nicht so, wo die hinkommen würden. Das ist noch nicht so einfach. Egal, komm, machen wir es einfach. 500. Landscaping Layers Level 2. Palmwood Fence. Brick Fence. Palmwood Gate. Sediment Fence. Gumwood Fence. Hardwood Fence. Tin Fence. Gumwood Gate, Hardwood Gate, sorry für das Vorlesen, Tin Gate. Okay, wir haben's. Ah, okay, die Dinger kann man auch nochmal weiter leveln, damit man hier noch höhere Level sich in Lizenzen kaufen kann. Ah, sehr, sehr, sehr gut. Okay, was kosten denn so Zäune? Was für ein Zaun braucht man nicht wieder? Ich glaube, den Gumwood finde ich eigentlich ganz schick.
Nail und Planks einiges, okay. Können wir mal Nägel neu machen. Ich weiß ja nicht, wie groß halt mein Haus wird, deswegen will ich eigentlich fast ungern bisher damit anfangen, weil wenn das Haus nämlich größer ist wie das Zelt, was ich auch nicht glaube, was es wird. Aber es könnte nicht sein, dass es halt so groß ist wie praktisch das Zelt, aber halt mit dem Bereich hier noch eben mit dazu. Habe ich irgendwie Post? Ja, haben wir nicht. Hier gibt es auch nichts Neues. Nee, Alpha Crocco ist immer noch accepted. Aber wir können den Speer ja mal ausrüsten. Ich glaube, so ist ungefähr die Häufigkeit, ja, die ich verwenden werde. Ah nee, Jobs. Hat sie noch einen Job? Da können wir gucken. Uns ja vielleicht irgendwie was. Alles mitnehmen, was uns Geld bringen könnte. Mir ist auch Items, natürlich. Yeah, need anything. Real hanging for cooked apple. Kann ich mal machen. Haben wir die Äpfel hier drin bei ihr? Gucken wir gleich mal. Nein, haben wir nicht, aber wir können die Grashalme mit reinschmeißen. Ja, sie will einen Apfel, mal gucken, was er will. Weil wenn er auch was in die ähnliche Richtung will, dann können wir das ja gleich verbinden. I should have a pinstrip jacket I don't want anymore. Weil 8.900, nein. Ja, klar, irgendwann kaufen uns die Sachen, aber noch. Ich will erst mein Haus haben. Kaufen wir uns nichts Teures. Ich will hier Geld machen. Ich will nicht Geld ausgeben, ich will Geld machen. So, wir müssen einen Apfel holen und einen Apfel kochen. Sieht irgendwie nicht so lecker aus. Gibt aber 10, also 10 Health-Punkte. Okay, dann geben wir den noch ganz schnell ab. So, let's bet. Chill about. Here you go. You've got cooked apple. Sure. Dann hast du deinen Apfel. Okay, was bekommen wir? Much when we like it. Ding, 1000. Naja, immerhin. War eine easy Aufgabe, dafür 1000 zu bekommen, ist in Ordnung. Gut, und in diesem Sinne, wir warten hier auf, dass die Construction hier fertig wird. Thumbnail draus kreieren, ja, das könnte funktionieren. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge und dann ist hoffentlich das Haus fertig. Und ich hoffe, das Spiel stürzt jetzt nicht wieder ab, beziehungsweise OBS. Drückt die Daumen, dass wir in der nächsten Folge nicht nochmal den halben Tag machen müssen. Bis dann, ciao, ciao.